sich für mich immer die Frage, warum ich eigentlich die Rede halten soll. Warum muss ich hierher kommen? Warum muss ich auf die Straße gehen, um internationaler Politik entgegenzuwirken? Geht das nicht anders? Ja! Und normalerweise spreche ich eigentlich für die Piratenpartei Hessen. Allerdings betrifft ACTA uns alle. Und deswegen sage ich mal, ich möchte die Interessen nicht einzelner Parteien hier vertreten und mich darauf beschränken, sondern was ich sage, das gilt für alle, die für diese intransparente Politik stehen, das, was ACTA hervorgerufen hat. Und als solches möchte ich auch für euch reden. Und die Rede ist ja auch an euch gerichtet. In was für einer Welt leben wir eigentlich, dass wir zu Hunderttausenden auf die Straße gehen müssen, wie es zumindest letzte Woche, vor zwei Wochen bereits der Fall war, um unsere Freiheit zu verteidigen. Warum ist es keine Selbstverständlichkeit, Bürgerrechte zu stärken und die Interessen jeden Einzelnen zu vertreten? Das ist hier eine Frage, oder? Wie kann es sein, dass ACTA auch von deutschen Politikern verabschiedet wurde und verhandelt wurde und jetzt alle plötzlich zurückrudern? Das ist für mich nur geheuchelte Einsicht. Ja, von daher rufe ich jetzt mal ganz kurz: Für die Freiheit, für das Leben, ACTA keine Chance geben. Und vor wenig mehr als zwei Wochen wurde ACTA von vielen Politikern ja noch als harmlos dargestellt. Ja, auch von Ihnen, liebe Frau Leutheusser-Schnarrenberger. Und ARD und ZDF, die ja eigentlich neutral auftreten sollten, fordern gar, ACTA sofort zu unterschreiben. Ich hoffe, meine Stimme hält noch bis zum Ende durch. Dabei öffnet ACTA ja Tür und Tor für Repression und pflanzt regelrecht neue irrwitzige Gedanken, wie man Bürgerrechte immer weiter einschränken kann. Ich will aber nicht zu detailliert in ACTA eingehen, denn über die Auswirkungen von ACTA habt ihr in den letzten Wochen auch nicht genug gehört und ich will euch auch nicht weiter damit belasten. K.O. Leider, nein, so ist das doch nicht, ja? Leider scheint es mir, dass die etablierte Politik aus ihren Fehlern auch nicht lernt. Vorratsdatenspeicherung, Index, all das sind Sachen, mit denen wir uns auch jetzt noch rumplagen müssen. Und bevor ACTA überhaupt umgesetzt werden konnte, ist mit Ibrett bereits ein ähnliches Abkommen im Mag mir mal was zu trinken geben? You say ACTA, we say no. 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 Ja, also, danke. Ah, ein Bier. Nicht schlecht. Danke. Also, bevor ACTA überhaupt umgesetzt wurde, ist mit Ibrett bereits die nächste Scheiße unterwegs. Ein Abkommen, was gar noch weitergeht. Und das geht gar nicht. Liebe EU-Kommission, es ist gut, dass ihr die Bürger hört und ACTA dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt habt. Aber warum arbeitet ihr überhaupt eine Katastrophe nach der anderen aus? Wir wollen Politik für den Bürger und nicht gegen. Ich will meine Rechte nicht vor dem Bundesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof verteidigen. Ich will, dass sie mir von Haus aus zugestanden werden und in keiner Weise in diese eingegriffen wird. Immer stärker schreien Lobbyverbände und Politiker danach, in den Internetverkehr eingreifen zu können. Aber ACTA beschränkt sich, wie wir wissen, nicht nur auf Internet und Co. Ja, die Vertreter dieses Abkommens lassen lieber zu, dass Menschen sterben, weil ihnen der Zugang zu bezahlbaren Medikamenten fehlt, als Einsicht zu haben, dass Generika essentiell sind.
Ich möchte keine weiteren Einschränkungen mehr hinnehmen. Und ich glaube guten Gewissens, durch alle sprechen zu können, dass ihr das auch genauso seht. Von daher rufe ich mit euch für die Freiheit, für das Leben, ACTA, keine Chance geben. Kopien sind im Allgemeinen kein Verbrechen, sondern eine Bereicherung. Im Bereich von Generika werden Menschenleben gerettet. Und Kultur wie Musik und Filme können sich besser verbreiten. Sogar der Chef von Sony Music International hat das erkannt und will, dass deren Musik in Zukunft auf YouTube nämlich ja gesperrt ist. Heute zum Beispiel erneut bewiesen, dass Künstler durchaus gewillt sind, ihre Musik gänzlich frei zur Verfügung zu stellen. Alles, was wir hier gespielt haben, ist GEMA-frei und das ist gut so. Diese Musik wollen wir teilen und kopieren. Ja, es muss endlich ein Umdenken einkehren. Die etablierte Politik und einige Wirtschaftsverbände versuchen dem Zahn der Zeit zu trotzen und stehen dabei für Rückschritt und Stillstand statt für Innovation, um ihre veralteten Märkte zu retten. Wir wollen aber Abkommen wie ACTA keinen weiteren Boden geben und lassen dies nicht mehr mit uns machen. Von daher rufe ich mit euch für die Freiheit, für das Leben, ACTA keine Chance geben. Verstanden zu haben, dass ACTA ein Unding ist. Wir tragen es noch weiter, um auch den letzten verstaubten Kreis zu erreichen. Stoppt ACTA oder wir werden wiederkommen. Denn wir sind viele und wir sind laut. Ich möchte da schließen mit, wir lieben die Freiheit und das Leben und wir werden sie nicht an ACTA geben. Das war die letzte Rede für heute und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ich übergebe das Mikro an Kai, der hoffentlich gleich wieder hochkommt, weil meine Stimme ist echt im Arsch. Meine Erkältung ist nicht so toll heute, aber hey!